Die Brüste störten mich schon sehr beim Sex. Sie öffnete das Tor zu meinem Herzen. Sie wusste verdammt genau, wie sie mich herumkriegte. Ich ging in den Wald, weil ich dort am liebsten meine Zeichnungen mache und besonders inspiriert werde. Und auf einmal war sie da, wie eine Marienerscheinung. Sie hat mich aber nicht gesehen, und so konnte ich sie in all ihrer natürlichen Schönheit zeichnen. Mein Stift glitt wie von alleine über das Blatt und brachte ihre wunderbaren Kurven und ausdrucksvollen Formen aufs Papier. Es wurde meine beste Arbeit. Als ich so richtig auf der Tanzfläche abgegangen bin, spürte ich hinter mir irgendeine Kraft. Das war so, ich kann es jetzt gar nicht genau beschreiben, das muss man einfach spüren. Der Körper hinter mir und ich tanzten da schon so halb in Ekstase. Das war so unbeschreiblich. Wie immer war wieder mal verdammt viel Alkohol und Drogen im Spiel und wir waren wieder super gut drauf. Um 6 oder 7 in der Früh, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall war es schon verdammt hell, sind wir dann noch in diese verfluchte Bar gegangen. Da habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Sie war Kellnerin und nach etlichen verfluchten Lines habe ich sie auch mit nach Hause genommen. Ich sag's euch, der verdammt beste Sex, den ich je hatte. Mein Name ist Salome und ich wurde vor 10 Jahren geboren. Einmal stand Salome um 11 Uhr in der Nacht vor der Tür. Sie zog mich an der Hand raus auf die Straße und lief mit mir barfuß durch den Regen. Wir kletterten über eine Mauer und da war diese riesige Villa. Wir haben die ganze Nacht im Pool verbracht. Als Salome dann meinen Kopf auf ihre Schenkel legte, dachte ich schon, sie wollte jetzt koitieren. Doch sie streichelte mir ganz zärtlich durchs Haar und trug mir das berauschendste Gedicht vor, das ich je gehört hatte. Sie hatte es nur für mich geschrieben. Nicht einmal verfluchte 4 Wochen konnte sie warten. Und ich, Idiot, habe Salome diese verdammte Brustoperation auch noch bezahlt. 4 Wochen, nachdem sie ihre verdammten 2 Dinger hatte, lag schon der Nächste bei ihr im Bett. Ich bin die erste Transe, die es bis nach ganz oben geschafft hat. Ich lebe wie ein Star, habe eine Limo und einen Chauffeur, viele Beziehungen und einmal hatte ich sogar 3 zur gleichen Zeit. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber eines Tages war sie mit den ganzen Sachen verschwunden. Ich habe 5 Tage lang nichts gegessen, doch ihre wöchentliche Fernsehshow gab mir die Kraft, weiterzumachen. Ich weiß jetzt, dass ich nie aufhören werde, Salome zu lieben. Naja, vor 2 Jahren hat sie aufgehört, auf meine Briefe zu antworten. Nein, sie ist eine verdammte Schlampe. Ohne mich hätte sie es nie zum verfluchten Star geschafft. Salome geht über Leichen. Doch sie wird schon noch sehen. Ihr wird es auch noch so verdammt dreckig gehen wie mir jetzt. Aber dann kann sie mir sowieso nichts mehr wegnehmen. Ihr ständiges Frauengetue ging mir sowieso schon voll auf die Nerven. Als sie dann noch anfing, Binden zu tragen, wurde es einfach zu viel. Ich kapierte endlich, dass Salome eine Frau ist. Ich habe ja eigentlich nur den Mann in ihr geliebt. Das Einzige, was ich nicht bereue, sind meine 9 Brüste. Schaut mal her. Look at that. Nice.